Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Gesetz ist ein Bereich geregelt, der uns Grünen auch besonders wichtig ist, und das sind die Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Wir wissen, in Indien arbeiten 12 Millionen Kinder, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu verdienen. Hunderttausende schuften in Steinbrüchen unter gesundheitlich katastrophalen Bedingungen. Sie müssen 45 Kilo schwere Presslufthammer festhalten. Sie hantieren mit gefährlichen Sprengstoffen. Ungeschützt müssen sie riesige Granitblöcke aus dem Stein sprengen. Und sie tun das. Die Kinder arbeiten dort, damit in Deutschland billig Grabsteine verkauft werden können. Zwei Drittel aller Grabsteine in Deutschland kommen nämlich aus Indien. Deutschland bezieht insgesamt knapp 50.000 Tonnen Naturstein pro Jahr von dort. In diesen Steinbrüchen schuften die Kinder in der Regel 12 Stunden täglich. Sie arbeiten ohne Mundschutz und leiden in der Folge oft unter chronischen Lungenerkrankungen. Die Folge ist, dass die Lebenserwartung der Betroffenen oft nur zwischen 35 und 38 Lebensjahren liegt. Und der Teufelskreis der Armut schließt sich dann, wenn Kinder, die in diesen Steinbrüchen arbeiten, nicht oder nicht regelmäßig natürlich zur Schule gehen können. Das wollen wir nicht länger zulassen. Deshalb handeln wir hier in Nordrhein-Westfalen und deshalb schaffen wir hierfür eine gesetzliche Regelung in diesem Bestattungsgesetz. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute gesetzlich regeln, dass in Nordrhein-Westfalen Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit zukünftig nicht mehr auf unseren Gräbern stehen. Wir regeln, dass nur Grabsteine aufgestellt werden dürfen, die nicht aus Kinderarbeit stammen. Und wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum fairen Handel. Aber wir wissen auch, das ist erst der Beginn eines weiten Weges. Die gesamte Steinindustrie, die Produktionsbedingungen in der Textilindustrie, die wir jetzt in der letzten Woche wieder durch Medienberichte, auf die wir durch Medienberichte aufmerksam gemacht wurden, die Gewinnung von Rohstoffen für unsere Handys, die Bergbaubetriebe, aus denen ein Großteil unserer Steinkohle kommt, und vieles mehr. All das müssen wir anpacken, damit unser Wohlstand und Überfluss hier in den Industrieländern, in Deutschland, nicht mit der Gesundheit und dem Leben von Menschen in den armen Ländern bezahlt wird. Damit kommen wir in NRW weiter unserer Verantwortung dafür nach, dass die von uns genutzten Produkte nicht auf Kosten der Gesundheit und der Lebensbedingungen der Menschen in den armen Ländern gehen. Und einen Schritt in diese Richtung tun wir heute mit dem Gestattungsgesetz, und darüber freuen wir uns sehr. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Asch.